Sehr geehrter Pfarrer, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir eine ganz große Ehre und Freude zugleich, heute bei dieser Veranstaltung, bei dieser Predigt, diesem Gottesdienst sprechen zu dürfen. Als Brückenbauer, haben Sie gesagt, zur evangelischen Kirche, man könnte auch sagen als Quotenevangelie im Reformationsjahr, ist es mir eine Freude. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, das ist der Höhepunkt des Tages. Ich hatte nämlich heute Morgen Konferenzen in Berlin und glauben Sie mir, das Schönste an Berlin ist die sichere Rückkehr nach Bayern. Das Zweite, warum ich gern gekommen bin, eingeladen zu predigen. Nun, dass ich predigen darf oder kann, liegt möglicherweise schon daran, dass ich als Kind darauf vorbereitet wurde. Sie hatten meinen Vater angesprochen, er war Maurermeister, Handwerker. Und er hatte schon sich früh gefragt, ob sein Sohn, also ich, in der Lage wäre, möglicherweise seine handwerkliche Nachfolge anzutreten. Ich war damals so 13 oder 14 und er hat mich damals getestet im Bauhandwerk und damals sehr schnell sein fachliches Fazit gezogen und es war dann relativ eindeutig. Er sagte: Bub, du hast zwei linke Hände, aber eine große Goschen. Da kommen für dich nur zwei Berufe in Frage, Pfarrer oder Politiker. Nun, für das eine hat es nicht gereicht, deswegen freue ich mich dann als Politiker heute da zu sein. Bedanke mich nochmal, dass Sie den Lebenslauf so schön dargestellt haben. In der Tat, ich habe Abitur gemacht, studiert, promoviert, den Titel sogar bis heute behalten. Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen sagen, eine solche Predigt ist für auch einen Politiker eine ganz besondere Herausforderung. Viel schwieriger als in politischer Rede. Leichter könnte sie sein, weil man denkt, man kriegt keinen Widerspruch in der Kirche. Aber schwieriger, weil man ja meistens nicht genau weiß, ob die Leute aus Höflichkeit, Freundlichkeit, Pietismus oder möglicherweise nur aus Langeweile schweigen. Trotzdem versuche ich Ihnen heute zu dem Thema, aber auch zu mir selbst, ein sehr persönliches Statement zu geben. Das, was ich Ihnen heute sage, hat kein Stab von Redenschreibern, Pressesprechern und Beratern erfunden, sondern es ist mein Ausdruck des Glaubens und der Beziehung zu dem heutigen Tag. Also ich bin komplett allein verantwortlich an die Journalisten, die heute da sind, für das, was ich Ihnen sage. Mein Glaube. Wissen Sie, ich werde oft gefragt, als ich vor 3 Jahren in die Landessynode berufen wurde, was vertreten Sie denn dann als Politiker da? Vertreten Sie eine politische Richtung im Glauben? Ich habe gesagt, nein, ich will in den Kirchengremien eigentlich weniger über Politik, als vielmehr über den Glauben sprechen. Und was Menschen, die im Glauben sind, vereint, was sie zusammenführt, was sie gemeinsam haben. Der Glaube ist nämlich kein wissenschaftliches Gebäude. Man braucht keine Ausbildung, um zu glauben. Man braucht dafür nicht zu promovieren oder keine Lehre zu machen. Man muss auch nichts begründen, sondern man glaubt. Der Glaube, meine Damen und Herren, ist für mich absolut kompromisslos. Entweder man glaubt oder tut es nicht. Man kann versuchen, anderen etwas vorzumachen, aber Gott kann man nichts vormachen und sich selber auch nichts. Entweder glaubt man oder nicht. Dabei ist Glaube und Zweifel eng verwoben. Ich persönlich betrachte den Zweifel als den kleinen Bruder des Glaubens. Selbst höchste Theologen gestehen, dass es Stunden gibt, in denen sie selber ein bisschen zweifeln. Wie ist das jetzt bei mir? Von meinem Vater, meiner Mutter möchte ich kurz erzählen. Ich bin religiös erzogen worden. Meine Familie war religiös. Mein Vater war katholisch, meine Mutter evangelisch. Mein Großvater hat allerdings der Heirat meines Vaters mit meiner Mutter nur zugestimmt unter der schriftlichen Bestätigung, dass klar ist, dass die Kinder evangelisch erzogen werden. Damals war das noch so in der Zeit. Meine Mutter war kirchlich sehr engagiert. Meine Mutter war auch immer gebetsträchtig. Sie hat immer wieder mit uns Kindern gebetet, zum Mittag und zum Abendessen. Mein Vater war nicht ganz so fromm. Der hat immer dann, wenn er in der Kirche war und der Pfarrer zu einer langen Predigt ansetzte, vor allem sein Stoßgebet nach oben gegeben: Lieber Gott, mach es bitte flott. Wie bei vielen, meine Damen und Herren, die christlich erzogen werden, kommt, wenn die Pubertät kommt, naja, so eine bisschen lockere Bindung zum Glauben. Warum? Man fühlt sich stark, man fühlt sich jung, man glaubt, das Leben warte auf einen. Und deswegen denkt man, da braucht man nicht keine Hilfe, weder von seinem eigenen Vater noch von dem Vater darüber. Bei mir hat sich die Wiederannäherung des Glaubens dann doch mit einem Radikalereignis vollzogen. Das war 1994 der Tod meiner Mutter. Meine Mutter war damals erst 56 Jahre alt. Es war 3 Wochen vor meiner Landtagswahl, meiner ersten. Ich war ein junger Kandidat und es war eine zwar längere Krankheit, aber der Tod damals war sehr unerwartet. Und es war so, dass meine Mutter mehrere Wochen im Krankenhaus war und sie hatte dieses Krankenzimmer in ein kleines Wahlkampfbüro umgemünzt.
Da hingen Plakate von mir, da lagen Auslagen. Also es sah nicht aus wie in einem Krankenzimmer. Und jede Krankenschwester, die da war, jeder Arzt musste versprechen, dass in wenigen Wochen er seine Stimme, ihre Stimme mir geben würde. Und ich erinnere mich noch, meine Damen und Herren, man ist ja dann in so einer Phase, wo man dann auch Wahlkampf macht und zwar fast jeden Tag reinschaut, aber man hat ja den Kopf voller anderer Dinge voll. Als meine Mutter dann über Nacht überraschend verstarb, es war der 4. September 1994, weiß ich noch, als ich dann am Morgen in das Zimmer kam, war dieses Zimmer nicht mehr so, wie ich es 3 Monate vorgefunden hatte, sondern in wenigen Stunden aufgeräumt, klinisch gesäubert und es stand in der Ecke 2 Taschen und die Plakate von mir zusammengerollt. Ein Leben in 2 Taschen und einer Rolle verpackt. Das war der Moment damals, wo ich eine Annäherung zum Glauben wiedergefunden habe. Denn mich hat dieses Ereignis damals schon ein Stück weit aus der Bahn geworfen und hat mein Leben verändert. Und über die Zeit, Geburt meiner Kinder, ich habe insgesamt 4 Kinder, und dann auch dem schwierigen Tod meines Vaters, habe ich einen sehr starken Bezug wieder zu Gott gefunden. Weil ich gemerkt habe, dass so stark man auch sein will, man nicht alles beeinflussen kann, sondern dass man Hilfe von jemandem braucht, der stärker ist als man selbst. Und ich habe es auch durch Freunde gefunden. Herr Pfarrer, etwas, was ich erlebt habe, wo ich jedem wünsche, dass es erlebt. Ich habe nämlich Freunde gefunden, die in einem Gebetskreis sind. Ein Gebetskreis, ganz zufällig dazugestoßen. Das sind keine hochrangigen Theologen, keine Wissenschaftler, keine Experten und schon gar keine Parteifreunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, sondern Christen, die sich engagieren und mich eingeladen haben. Und in diesem Gebetskreis habe ich etwas gelernt. Etwas, das ich mir vorher eigentlich nicht getraut habe. Ich habe einen offenen Weg zum Gebet gefunden. Als ich jünger war, dachte ich immer, man kann den lieben Gott nur wirklich nicht mit allen belästigen. Weil ich dachte, er hat wirklich viel zu tun. Und da kann man nun wirklich nicht mit den kleinen Dingen des Lebens zu ihm herantreten und sagen, lieber Gott, kannst du dies und jenes machen? Dieser Gebetskreis hat mir gezeigt, dass ich das darf. Ja, dass ich es sogar soll. Wenn ich das Verhältnis zu Gott ernst nehme, dann weiß ich, dass Gott für alles offen ist. Er interessiert sich für mich. Er nimmt mich an. Ich bin ihm wichtig. Ich als Person, Sie, jeder Einzelne von Ihnen, ist ihm wichtig. Jeder ist ihm anvertraut. Und wenn wir uns öffnen und es zulassen und das Herz frei machen, dann wird er uns auch antworten. Ich sage Ihnen ganz offen, mich hat der Weg, auf den ich mich dann gemacht habe, des Glaubens, über die Jahre ein Stück weit gelassener und ruhiger gemacht. Meine Frau meint, ich sei noch im Prozess, aber ich kann sagen, ein Stück weit ist es so. Es hat mir auch die Kraft gegeben, mit Erfolgen nicht zu übermütig und mit mancher Niederlage nicht so reumütig hadernd umzugehen. Einen eigenen Weg zu gehen, sich selber auch etwas zu trauen. Ich bin der festen Überzeugung, meine Damen und Herren, dass wenn man glaubt und glauben will, man Kraft bekommt. Die Kraft, sich zu akzeptieren. Und wenn man sich akzeptiert, dann kann man übrigens andere auch viel besser verstehen und akzeptieren. Daraus hat sich dann ein neuer Auftrag ergeben für mich. Und das war auch der Grund, warum ich damals in die Synode gegangen bin. Zugegebenermaßen eine Landessynode, wie übrigens alle Kirchengremien, meine Damen und Herren, sind schon eine Herausforderung. Also wenn man aus der Hektik des Alltags kommt, dann ist es schon eine Form der seelischen Entschleunigung, ein solches Gremium. Ja, wobei ich dazu sagen muss, dass dort großartig gesungen wird. Allerdings manches Grußwort könnte man in der Tat etwas kompakter gestalten. Aber was mich begeistert hat, war ein gemeinsames Band. Und der Wunsch? Ich bin fürs Mikro nicht ganz verantwortlich, also ich versuche es zu machen. Entschuldigung, aber am Mikro kann ich nichts dafür. Das untersteht nicht meiner Verantwortung hier, aber ich versuche es zu machen. Also ich habe von der Synode gesprochen und da ist ein Auftrag definiert worden. Nicht untereinander zu streiten über die Richtung, sondern nach außen zu gehen und zu missionieren. Also wenn wir heute darüber reden, wie viele Katholiken haben wir, wie viele Evangelische haben wir im Jahr der Ökumene, dann glaube ich, ist es gar nicht mehr so wichtig, die Unterschiede herauszuarbeiten, sondern eher darüber nachzudenken, welche Gemeinsamkeiten wir haben und wie können wir anderen Mut machen, uns als Christen unterzuhaken und zu diesem Christentum zu bekennen. Und das, was uns vereint, ist die frohe Botschaft. Die frohe Botschaft. Was ist denn eigentlich eine frohe Botschaft? Was bedeutet die denn?
Nun, wenn man den Kindern das erste Mal erzählt, es gibt heute eine frohe Botschaft, erwarten sie in der Regel Geschenke oder einen iTunes-Gutschein, was heute so neumodisch alles denkbar ist. Ein Stück weit stimmt es, die frohe Botschaft ist ein Geschenk, aber ein Geschenk für unsere Seele. Ist sie attraktiv? Braucht man sie? Mein Gott, gibt es viele falsche Propheten in unserer Zeit, Heilsbringer. Gehen Sie in meinen Buchläden, schauen Sie in meinem Internet, schauen Sie Fernsehsendungen. Ganze Abteilungen versprechen, wie werde ich glücklich in 3 Tagen, ein Held in 5 Wochen, bis zum Frühling glücklich. All diese Versprechen gibt es. Meine Damen und Herren, ohne jetzt die Buchindustrie an der Stelle herausfordern zu wollen, aber es braucht keine Buchläden, um die eigentliche Frage zu beantworten. Es reicht eigentlich ein Buch aus. In einem Buch steckt alles drin, was man haben will. Übrigens Spannung, Leidenschaft, Vernünftiges, Romantisches, sogar Erotisches nebenbei. Man merkt, wenn man das Hohelied Salomos liest, das ist die Bibel. Die Bibel ist für mich, meine Damen und Herren, Wegweiser fürs Leben. Dabei würde ich mir übrigens wünschen, Herr Pfarrer, bei Ihnen spüre ich das, dass wir das Wort frohe Botschaft auch genauso darstellen, wie es ist. Also ich kenne manchen Pfarrer aus meiner Kirche, bei dem, wenn es heißt frohe Botschaft, die Botschaft und die Gesichtsmimik dazu nicht immer völlig synchron sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was ist jetzt das Besondere an dieser frohen Botschaft? Oder ist die altmodisch 2000 Jahre alt? Ja, schon ein bisschen her, ne? Kann man da überhaupt noch begeistert davon sein? Nun, ich will es mal versuchen, aus meiner Sicht zu übersetzen. Was haben wir denn heute für Probleme in unserer Gesellschaft? Einsamkeit, Armut, Hunger, Sie hatten einiges angesprochen. Krieg, Flucht. Ist da überhaupt diese frohe Botschaft eine Antwort? Ich persönlich finde, dass die christliche Botschaft die modernste Botschaft überhaupt ist. Sie ist topaktuell, sie ist spannend und sie ist ein Wegweiser für jeden Einzelnen. In unserer Gesellschaft zählt Stärke, Erfolg, Reichtum, Rankings, Castings, wie es jetzt überall gibt. Ja, da bist du erfolgreich, dann bist du toll. So. Und was sagt uns die christliche Botschaft? Du musst nicht jedes Casting gewinnen. Du musst nicht jeder Erfolg haben. Selbst wenn du arm, nicht so stark, nicht hochentwickelt, nicht schön bist, bist du genauso angenommen, genauso geliebt, wie derjenige, der vermeintlich der Tolle ist. Der Einzelne zählt, so wie er ist, so nimmt Gott ihn an. Und das Zweite, ich kenne viele Menschen, die sagen mir immer, ach Mensch, ich habe mein Leben schon so lange gelebt, ich bin schon auf so einem Weg, die Türen sind doch zu, es hat doch alles gar keinen Sinn mehr. Gilt es für das Christentum auch? Bis zur letzten Sekunde, wenn man will, kann man umkehren. In den letzten Momenten, wenn man es wirklich will, bekommt man eine offene Tür. Man hat die Chance, alles nochmal zu ändern. Und meine Damen und Herren, ich finde das doch eine unglaublich frohe Botschaft. Ich werde angenommen, wie ich bin, mit meinen paar Stärken, mit meinen Fehlern. Und ich habe die Chance, immer die Tür zu öffnen und die Hand gereicht zu bekommen. Und deswegen finde ich den Glauben für mich persönlich ein helles, schönes Licht im Dunkeln. Es gibt mir persönlich Hoffnung und keine Resignation. Das ist übrigens egal, ob man dann katholisch, evangelisch, orthodox, methodistisch, freikirchlich, landeskirchlich ist oder Politiker. Gott zählt auf uns alle. Darf ein Politiker eigentlich über den Glauben reden? Oder ist es nicht besser, nichts zu sagen? Normalerweise ist es ohnehin besser, die Pfarrer reden zu lassen. Aber soll man überhaupt sich zum Glauben bekennen? Ich kenne Leute, die mir empfehlen, sagen Sie lieber nichts. Sie verschrecken damit vielleicht Leute, die nicht glauben. Ist doch nur private Sache. Meine Damen und Herren, ich finde, ich schäme mich nicht dafür, dass ich glaube. Überhaupt nicht. Ich finde, man darf das erzählen. Ich bin sogar der Meinung, man soll das erzählen. Es gilt doch nicht, den Glauben zu verstecken, sondern eher anzustecken. Vielleicht gibt es andere, die sich damit auch mutiger fühlen, etwas zu tun. Ich finde, wir sollten auch Volkskirche sein und nicht zum Kloster werden. Kloster ist eine gute Sache, schätze ich sehr. Da ist man zweifelsfrei auch immer einer Meinung. Man nennt es in der Politik dann einstimmige Beschlüsse. Volkskirche heißt dagegen, sich mit den Widersprüchen des Lebens auseinandersetzen. Zu versuchen, viele einzusammeln,
alle mitzunehmen und alle zu begeistern. Gott, meine Damen und Herren, mag uns alle, er will auch keine Glaubensseuche. Er schätzt jeden Einzelnen. Und Jesus hat da auch keine Unterschiede gemacht. Und für mich als Finanzminister ist das sowieso die große Botschaft, denn nachdem sich Jesus ganz besonders gern mit Zöllnern an den Tisch gesetzt hat, ist es für den Finanzminister natürlich die Hoffnung auf eine Wildcard im Himmel, meine Damen und Herren. Dürfen sich Christen zum Christentum bekennen? Und ist es vielleicht nicht eine Verletzung Andersgläubiger? Das ist ein hochaktuelles Thema. Soll man das überhaupt tun? Ich habe mal in Nürnberg, in meiner Heimatstadt, ein Fastenbrechen-Essen organisiert im Rahmen des Ramadan. Und da ging es dann um die Frage, das habe ich übernommen von jemand anders hat es eingeführt, habe es übernommen und weitergemacht. Und da ging es um die Frage, weil die Muslime beten dann vor dem Essen. Sagte ich, ich habe auch Pfarrer dabei gehabt, dann lassen Sie uns doch auch beten. Große Angst, ob ein solches Gebet nicht zu Ärger führen könnte. Ihr habt das überhaupt nicht verstanden, meine Damen und Herren. Übrigens haben die Muslime, die dabei waren, es sehr geschätzt. Nachdem ein Pfarrer es nicht wollte, habe ich es selber gemacht, ein Gebet gesprochen. Kein so gutes, aber ein kurzes. Und alle waren eigentlich zufrieden, weil sie gesagt haben, vor dem Essen zu beten, ist nicht nur eine gute Tradition, sondern Mahl zu segnen gehört dazu. Ich würde mir wünschen, meine Damen und Herren, dass wir uns natürlich im Respekt vor anderen Religionen zeigen. Aber ich würde mir wünschen, dass wir uns trauen, zur eigenen Religion zu bekennen. Ich sehe auch keinen Anlass dazu, wenn man an bestimmten Orten ist, dass man möglicherweise Kreuze ablegt, weil man Angst hat, andere zu verschrecken. Zum Beispiel, wenn man am Tempelberg in Jerusalem ist, wenn ich das sagen darf. Und ich finde, wenn wir in Deutschland oft Angst haben und sagen, mit der Satire könnten wir jemanden verletzen, dann würde ich mir wünschen, dass wir dieselben Maßstäbe anlegen, wenn wir Satire gegen andere Religionen machen, als auch gegenüber der christlichen Religion. Denn manches, was unter Satire geht, verletzt übrigens meinen Glauben auch und finde ich schade. Und ich würde mir ebenso wünschen, dass wir nicht nur in Deutschland darüber reden, wie wir möglichst viele Moscheen bauen können, sondern es würde mich schlichtweg auch interessieren, wie wir beispielsweise auch in der Türkei wieder mehr Kirchen bauen können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das alles gehört zum Glauben dazu. Ist der Glaube Maßstab des Lebens? Natürlich ist er Maßstab des Lebens. Keiner ist perfekt. Nicht mal Pfarrer. Die nahezu. Pfarrer und meine Frau sind nahezu perfekt. Ja, im einen Fall hoffe ich es, im anderen Fall traue ich mir nicht zu widersprechen. Aber der Mensch macht Fehler. So sind wir angelegt. So ist es nun mal. Ich habe zwar vorhin gelernt, dass wir hier im Paradies sind. Befürchte, dass ich aber im Laufe des Abends auch daraus wieder vertrieben werde. Aber der Mensch macht Fehler und so ist es nun mal. Weder Kirche noch Politik sind perfekt. Wir sollen die Menschen auch nicht immer belehren, sondern wir sollen sie annehmen, wie sie sind. Wir sollen ihnen Hilfe geben und Chancen geben. Ja? Aber dazu braucht es auch eine Haltung. Das gilt übrigens auch bei dem Thema Geld. Nur damit Sie eine Dimension haben, was ich zu verantworten habe. Ich bedanke mich übrigens, dass Sie so freundlich sind, obwohl ich derjenige bin, der Ihnen jedes Jahr was abnimmt. Auch wenn meine Finanzbeamten wirklich sich Mühe geben, freundlich zu sein. Ich darf Ihnen sagen, wir sind auch mit Abstand die freundlichste Verwaltung. Die Steuerfahndung macht sogar Hausbesuche, wenn es notwendig sein sollte. Aber mit diesem Geld, das von Ihnen kommt, muss man verantwortungsvoll umgehen. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, weil es geht um sehr viel. Die Kirche merkt ja auch manchmal, dass es gar nicht so leicht ist, mit Geld zu jonglieren, wie viel man einsetzen kann. Trotzdem ist es wichtig, um das Ganze zu sauber zu verwalten, dass wir mit einer Haltung hineingehen, mit einer Haltung, mit einer Überzeugung, für was dieses Gemeinwohl da ist. Gemeinwohlverantwortung ist das Entscheidende. Das heißt, wir helfen dem, der sich nicht helfen kann, aber wir geben auch dem die Chance, sich zu entwickeln, der die Möglichkeit hat. Muss eine Gesellschaft alle gleich machen? Es gab mal eine lange Diskussion zwischen Franz Josef Strauß und Willy Brandt. Und Franz Josef Strauß meinte, Willy Brandt meinte, die Gesellschaft müsste wie ein englischer Rasen sein, irgendwie alle gleich. Und Strauß meinte, es muss eher eine kräftige bayerische Wiese sein. Jeder lebt so nach seiner Kraft, nach seiner Entwicklung. Daraufhin sagt dann Brandt, ach, bei euch in Bayern gehen die Uhren eh anders. Und Strauß sagt, das stimmt, bei uns gehen sie richtig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dazu gehört einfach, dass wir uns zu unserem Glauben bekennen und dass Kirche und Kirchgang einfach dazugehören. Gibt es eigentlich bessere und schlechtere Christen?
oder ist der Finanzbeamte der bessere oder schlechter Christ? Ich finde, wir sind da alle gleich. Wir sind vor Gott und Christus gleich. Und jeder, der sagt, er ist ein besserer Christ und auf einen anderen zeigt, bei dem bin ich mir nicht ganz sicher, ob das hilft. Denn diese Form der Selbstbespiegelung, die bringt vor Gott, glaube ich, nichts. Gott ist übrigens und der christliche Glaube auch kein nur Sache in guten Zeiten. Das weiß jeder von uns. Man wendet sich zum Glauben ja immer dann hin, ehrlich gesagt eher, wenn man ein Problem hat. So wie bei mir es auch damals war. Die Religion ist kein Ticket für einen Freizeitpark. Nach dem Motto, ich bekenne mich zu Gott nur dann, wenn es mir gut geht. Oder wenn ich was bekomme von ihm, in Anführungsstrichen. Ich bete eigentlich immer, meine Damen und Herren, jetzt nicht so sehr darum, dass etwas passiert, sondern dass ich dann auch die Kraft finde, mit den Herausforderungen umzugehen, die mir gestellt werden. Gott ergibt uns was, aber er erwartet auch was von uns. Und der Glaube, da bin ich ganz sicher, ist für uns alle eine große Chance, aber auch gar nicht leicht. Die Geschichte, die wir gerade gehört haben über die Talente, ist eine sehr spannende. Man könnte jetzt natürlich heute sagen, mancher Investmentbanker würde sagen, jawohl, also ich investiere auch. Und der kommt aber dann und sagt, du hast mir 5 Talente gegeben, kannst mir vielleicht noch 30 neue geben, dann haben sie doch ein bisschen verzockt. Es soll eigentlich nur zeigen, dass man mit dem, was man hat, verantwortungsvoll umgeht, das verantwortungsvoll einsetzt. Bei Faust heißt es ja im Vorspiel im Himmel, in dem Streit um die Person zwischen Gott und dem Herausforderer, heißt es ja immer, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Da steckt viel dahinter. Wir werden nicht unbedingt alle erfolgreich sein. Es klappt auch nicht immer alles. Selbst die Politik der Staatsregierung, meine Damen und Herren, ist nur nahezu perfekt. Da gibt es immer wieder kleine Dinge, die noch besser zu machen sind, wenn ich das mal sagen darf. Und manches klappt auch gar nicht. Aber wir geben uns Mühe. Und das, finde ich, ist ein Teil von christlicher Ethik. Versuchen, das Beste zu tun. Jetzt gebe ich zu, es gibt nicht die absolute Wahrheit oder schwer zu ermitteln. Manchmal ist es auch so, dass selbst wenn alle dasselbe denken, muss es noch nicht stimmen. Denn Mehrheit ist noch nicht Wahrheit. Und auch Konsens schützt nicht vor Nonsens. So. Die innere Stimme gibt einem die Kraft. Und das ist der Glaube. Und deswegen ist es mir wichtig, mich öffentlich zu meinem Glauben zu bekennen. Und ich freue mich, in einer so wundervollen Kirche diese paar kleinen Gedanken Ihnen sagen zu können. Ich wünsche Ihnen, meine Damen und Herren, weiter großes Vertrauen in die Bayerische Finanzverwaltung. Das werden Sie brauchen. Ich hoffe, dass wir noch viele Eingebungen haben, wie wir die bayerische Steuerbürokratie vereinfachen können. Auch wenn ich glaube, darauf müssen wir ähnlich lang warten wie auf paradiesische Zustände. Aber unabhängig davon ist der Glaube für uns in einer so wundervollen Kirche an so einem Abend das, was uns verbindet, was uns zusammenhält und was unsere Gesellschaft, meine Damen und Herren, als untrennbares Band jeden Einzelnen etwas gibt. Mir jedenfalls gibt es etwas. Mir gibt es Kraft, mir gibt es Freude, mir gibt es Hoffnung. Und mir gibt es auch letztlich das Wissen darüber, dass egal, was bei mir erfolgreich ist und wie lange es bei mir im Leben geht, es einfach noch mehr gibt als nur mich selbst. Gottes Segen.